zurück zu Let's Play Resident Evil Zero. Wir haben im letzten Part eine Batterie hergestellt, die wir jetzt einsetzen können in diesen Gabelstapler. Und wer hätte es gedacht, wir tun das jetzt auch. Und wie der Zufall so will, sind die auch schon da. Na, ficken jetzt. Weg. Wieder weg. Verwenden. Der Gabelstapler sieht einsatzbereit aus. Aufzugsschalte drücken. Nein. Lass mal draufklettern. You stay here. Okay. Das ist gar keine Pistolenmunition, oder? Sah beim ersten Mal so aus, ey. Sehe da bloß rot. Rot-Viereck. Munition. Keycard. Und wie der Zufall so will, hatten wir ja letztes Mal einen kartenmäßigen Weg gefunden. Wo bleibt die denn? Ist die KI zu blöd, an der Kiste zu kommen oder was? So. Das ist der einzige Weg. Ja, ist ja doof. Da gab es doch noch mehr Wege. Wohl nicht. Komisch, komisch. Auch nur das. Seltsam. Marschieren zurück. Hua, hua, hua. Immer noch mit der Shit. Hazard Identity. Okay, die Keycard, wo war die? Da unten, ne? Na gut, dann ballern wir mal die Viecher da unten weg. Schon. Da war nur eins oder was? Teil hätte ich ja einfach mal. Ne, wohl. Habe ich wohl alle beide erwischt. Einfach so, zack, slap. Splish, splash, splush. So, da lang. Noch kurz die Keykarte. Ja, das benutze ich nicht automatisch. Ja, mal mitwerfen. So, jetzt gehen wir mal zurück. Und wir rüsten uns mit Heilungszeugels aus. Bevor wir hier krass weitergehen. Weil in meinem Urin spüre ich, das Spiel geht nicht mehr lang. Wieder so ein Frosch kommt, ne? Kann der mich mal gern haben.
Aber echt ganz schön lange gedauert, finde ich, ey. Okay, ich wusste auch nicht mehr, also das Spiel so zum... Ah, jetzt ist der wieder unten, ey. Shit. Ich wusste auch nicht mehr alles. Ich finde es so geil, dass man halt das Spiel in 3,5 Stunden... Oh, das ist doch da. 3,5 Stunden durchspielen kann, auf jeden Fall. Aber dazu muss man das halt echt wissen, wo was liegt. Und am besten auch nie zusammen rumlaufen, nur da, wo man muss. Sollte ich nochmal speichern, ey. Ich speichere lieber nochmal, ich weiß nicht, ob man später nochmal speichern kann. Obwohl, man kann eigentlich immer nochmal vor irgendeinem Endfight speichern. Aber ich will es nicht riskieren. Da liegt ja noch was über. Ja, da ist noch ein Zettel. Zettel. Info zur Batteriesäure. Ja, bla bla. Ist jetzt voll egal. Die habe ich ja schon. Ja. Also Pistole brauche ich nicht mehr. Wartet mal. Was hat denn der noch? Ein Kraut. Mann, Mann, Mann. So, lieber nur speichern, ey. So. Ah, jetzt mal unser Heilzeugs mitnehmen. Magnettür. Ich hoffe, ohne krasse Komplikationen. Schön drüber laufen. Ha 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 ha. Ich nehme das ja immer noch gerade früh auf für den letzten Part. Ich weiß schon gar nicht mehr, welches letzte Punkt 10 Uhr wach war. Oh, shit. Warum muss jetzt dieser blöde Frosch auftauchen? Eieiei. Ein Langweiler. So, was hat er dem Billy angetan? Nur so einen kleinen Fitzel. Also, später. Husch, husch. Muss ich jetzt den selbst steuern? Aber ihr dürft nicht denken, dass ich nur den ganzen Tag da rumlungere und schlafe.
Aber das Unileben ist halt manchmal recht gechillt, ne? Wenn man nicht hin muss, dann geht man halt auch mal nicht. Meistens heißt es, geht man halt auch sehr oft einfach nicht. Weil man sich denkt, ey, wozu, Mann? Im Internet ist eh alles hochgeladen zum Nachlesen. Und mehr als ihre Folien vorlesen tun die ganzen lustigen Professoren eben. Also von dem her. Nee, da ist der Kartenleser gewesen. Join the party. You are the guests of honor. After all, it's your wake. Who are you? Dr. Marcus? No, you can't be. What's going on? 10 years ago, Spencer had me assassinated. Take over your research. Wesker? Merkin? However, something wondrous happened. It took the T-virus inside of my queen years to procreate my new life. I live. Now I will have my revenge on Umbrella, and the world will burn in an inferno of hate. You'll pay for what you've done. We'll see which one of us is gonna die. Ich dachte, wir mutieren müssen, wenn es nicht gut geht. Okay. Ja, das muss jetzt kurz mal. Zum Glück habe ich einen Speicher gefunden. So, kombinieren. Okay, los geht's. Ja.
Son of a bitch. Jetzt auch keine Muni mehr da. Kacke, Mann. Das gibt mal er noch. Uiuiui. Was soll man da jetzt noch liegen, ey? Ist da nochmal so ein Schlüssel. Oh Mann. Aber wie jeder weiß, war das noch nicht das Ende bestimmt. Denn... Wo ist der Zeit? Der Timer. Hier läuft immer ein Timer, Mann. Gibt's hier sonst nichts? Irgendwie Munition, Heilung. Da hinten liegt Munition. Sieht nach Magnum-Patronen-less aus. Durch die Gegend rennen können. Ja, die sind hart und bleiben stehen, ey. Da lag da jetzt wirklich nichts mehr. Das war der Gang. Ist da vielleicht noch was drin? Nö. Okay, ich sehe schon, jetzt sind wir gleich wieder 20 Minuten, bevor das ein überlanger Part wird. Würde ich mal sagen, wir machen jetzt hier nochmal einen kleinen Break. Dann... Ach du Wichser. Dann würde ich sagen, lasst einen Kommentar da und einen Daumen und im besten Fall natürlich wieder ein Abo. Und... Ja, Mann. Ich hoffe, es hat euch immer noch Spaß gemacht. Jetzt kommt bald das Finale. Ich würde mal sagen, bis zum nächsten Part. Haut rein.